In dem Spiel Didi Heroes spielt ihr gemeinsam gegen einen gefährlichen Virus, der ein Smartphone befallen hat. Der Virus dringt in jeder Runde weiter vor, aber indem ihr Quizfragen richtig beantwortet, könnt ihr ihn einholen und das Smartphone rechtzeitig sichern. Das Spiel besteht aus dem Spielplan, den Fragekarten, der Spielfigur und der Virusfigur. Der Stapel mit den Fragekarten wird verdeckt neben dem Spielfeld aufgelegt. Die beiden Figuren legt ihr auf das Startfeld. Ihr könnt das Spiel in der Gruppe oder zu zweit spielen. Wenn ihr zu zweit spielt, zieht ihr abwechselnd am Anfang der Runde eine Fragekarte. In der Gruppe zieht ihr die Fragen nacheinander im Uhrzeigersinn. Wenn du an der Reihe bist, nimmst du die oberste Fragekarte und liest die Frage und die Antwortmöglichkeiten vor. Die übrigen Spielenden müssen sich nun gemeinsam für eine Antwort entscheiden. Haben sie eine Antwort ausgewählt, prüfst du, ob sie richtig ist. Das erkennst du an den Emojis links neben der Antwort. Das begeisterte Emoji mit den Sternchen in den Augen steht für eine hundertprozentig richtige Antwort. Die Spielfigur darf zwei Felder vorrücken. Das lachende Emoji bezeichnet eine teilweise richtige Antwort. Die Spielfigur darf ein Feld vorrücken. Das traurige Emoji zeigt eine falsche Antwort an. Die Spielfigur muss stehen bleiben. Aber Vorsicht, nachdem die Spielfigur gezogen ist, zieht ihr die Virusfigur. Die Virusfigur rückt in jeder Runde um ein Feld vor, egal ob die Frage richtig oder falsch beantwortet wurde. Am Ende der Runde legst du die Fragekarte zur Seite und die nächste Spielerin oder der nächste Spieler zieht eine Karte. Der Spielplan hat 10 Felder von grün zu rot. Jedes Feld steht für eine Sorte von Apps auf deinem Smartphone. Ganz oben steht als letzte Sicherheitsmaßnahme die Firewall. Ihr gewinnt das Spiel, wenn ihr vor der Virusfigur dieses letzte Feld erreicht. Dann könnt ihr das Smartphone rechtzeitig sichern. Das gilt auch, wenn der Virus in derselben Runde oben ankommt. Erreicht der Virus aber dieses Feld zuerst, verliert ihr das Spiel. Wir wünschen viel Spaß mit Didi Heroes.